großer Amerikaner, darum heißt er auch Grand Cherokee, aber Billigchrom. Eine Frontschürze, die viel zu tief nach unten geht, eine Fahrassistenzkamera mitten vorne drin, die wird mit Sicherheit eine lange überleben im Gelände, aber das testen wir jetzt. Am Grand Cherokee ist nicht nur die Motorhaube und der Kühlergrill mächtig, auch die Rad-Felgen-Kombination, allerdings nur interessant für die Highway, Riesenklötze und polierte Alufelgen. Die sind im Gelände ruckzuck zerkratzt, da sind sofort hunderte von Euros kaputt. Muss man nicht haben. Sportwagen-Touch am Geländewagen, Heckspoiler, riesengroß, aus billigstem Plastik, das braucht wirklich kein Mensch. Innenraum im Grand Cherokee ist natürlich typisch amerikanisch, sehr gediegen, fast schon überladen an Leder. Echtholz mit Klavierlacküberzug, Doppelsonnendach mit zwei Glasflächen, also schon die ganz gediegene Abteilung. Im Lenkrad kann man ordentlich zupacken, sehr kräftiges, dickes Lenkrad, sehr steiger Lenkradkranz, da kann man richtig reingreifen, das hat was. 3 Liter Sechszylinder-Motor, werden wir später anschauen am Steilhang, aber auch kräftig genug ist für das große Auto. Wir fahren auf die Abfahrt zu, haben da einen sehr geringen Böschungswinkel und darum fahren wir das Auto mit seiner Luftfederung nach oben. Wir setzen trotzdem noch ein bisschen auf, ganz leicht. Die elektronischen Helferchen warnen mich davor, dass das Auto schräg steht. Passiert das sonst im Gelände nie. Ein Hauch von Ironie. Wir fahren ins tiefe Loch. Und die elektronischen Systeme greifen und durchfahren die Verschränkung. Einmal frei. Auch der Grand Cherokee hat ein Bergabfahrprogramm. Das aktivieren wir jetzt mal. Einen Knopfdruck und dann lassen wir das Auto mal arbeiten. So, ich gehe jetzt von der Bremse. Greift sehr, sehr spät ein, um sich zu aktivieren. Ist nicht so schön wie in meinen anderen Modellen. Unseren ersten Testzügel hat der Grand Cherokee hervorragend bestanden. Testen wir doch mal den zweiten, wo es kantiger und feldsicher zugeht, aber das noch genauso gut beherrscht. Dann schauen wir mal, was das elektronische System zu dem ganzen Thema hier sagt. Spielend, ohne den Hauch von Schwierigkeiten. Das System funktioniert wirklich hervorragend. In der Wasserdurchfahrt testen wir noch unsere Wartiefe. Ob sie das wie versprochen auch einhält, ohne dass uns die Brühe zu die Tür reinläuft. Wasserdurchfahrt ist überhaupt kein Problem. Den ersten Eindruck und die allgemeinen Vorurteile kann man positiv bestätigen. Es ist ein großes, luxuriöses Auto, das sich sehr gemächlich bewegen lässt. Sehr komfortabel, ein hervorragendes elektronisches System hat, um Differentialspann zu ersetzen. Allerdings Bergabfahrkontrolle, da könnte man ein bisschen dran arbeiten. Der Grand Cherokee, er hat mich wirklich überrascht. Die Elektronik macht es möglich, aus so einer großen Kiste wirklich fast noch einen Geländewagen zu machen. Bergabfahrkontrolle muss man mal überarbeiten. Aber ansonsten macht das Auto richtig Spaß, richtig edel, richtig Laune. Können wir mal zwischendurch haben.